Hier unten ist er, hi. Ja, Hauptsache die Haare liegen. Gut, der große Moment. Gestern, das letzte Video war ja zu Ende, nachdem ich hier die Griffschalen und das Griffstück der P320 SIG Sauer mit dem schönen Siliziumkarbidpulver Körnung 60 bestreut hatte. Da ist es. Das Ganze hat jetzt über Nacht sozusagen getrocknet. Und jetzt gucken wir uns mal an, was draus geworden ist. Moment. Ach, das sieht gut aus. Gleich kriege ich da was zu sehen. Ich will das hier ein bisschen mit dem Pinselchen. Oh, ist schön geworden. Ist wirklich schön geworden. Klasse. Ich bin selbst, begeistert. Ganz fein. Gut, die Endreinigung kommt später. Es werden dann noch die anderen, die rechte Seite hinten und vorne praktisch. So, jetzt könnt ihr aber mal das geile Ergebnis sehen. Ist das nicht schick? Ah, oh, und ein Grip. Ein Grip ist das. Oh, geil. Wirklich geil. Und ich habe es doch wirklich schön hingekriegt, ne? Exakt gegen, also die Fläche, die es sein sollte, ist es auch schön geworden. Sehr gut, gefällt mir. So, jetzt mal die einzelnen Griffschalen. Auch erst wieder ein bisschen abputzen. Auch schön geworden. Jo. Gefällt mir auch gut. Ach, klasse. Na? Ist das nicht geil? Ja, ich meine, ich hatte schon mal Leute, die haben gemeint, ja, für die Optik, es geht hier nicht um die Optik bei dem Siliziumkarbid beschichten, sondern um den Wahnsinnsgrip, den das Zeug bietet. Noch die andere. Sehr schön, auch sehr exakt das Ganze. Endreinigung folgt natürlich dann später noch genauer. Hier geht es erstmal ins Grobe. Und, also wenn das nicht geil ist, weiß ich es nicht. Ich werde das später im Video ein bisschen vergrößern. Das filme in 4K, da habe ich glaube ich genug Reserven. Ja. Jetzt geht es gleich noch weiter, Hinterseite, die Seite und vorne. Ich muss mal gucken, ob ich das in einem Abwasch versuche zu machen. Das dürfte ganz gut gehen, weil sonst müsste ich noch viermal das Ganze durchexzessieren. Gleich mache ich das Video, dies lade ich jetzt vorab, denke ich, hoch. Gleich mache ich dann das Video, wo wir noch den ganzen Vorgang an dem Griffstück der P320 nochmal zeigen. Wie das Ganze genau geht, mit Harz anmischen, beschichten mit Harz und dann das Ganze mit dem Siliziumkarbidpulver bestreuen sozusagen. Gut, für dieses erste Video für heute war es das erst wieder. Bis dahin.